Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal. Heute mal wieder bei Sonnenschein. Auf die Ernte da hinten habe ich mich über 3 Jahre lang gefreut. Lang hat es gedauert, es ist soweit, wir können endlich ordentlich Pfirsiche hier ernten. 2017 ist unser Bäumchen gepflanzt worden. 2018 hat es dann den ersten Profischnitt vom Dominik von der Obst- und Baumschule Schreiber bekommen. Ich blende euch mal unter anderem die Vorher-Nachher-Bilder vom Schnitt ein. Und nach seiner Anleitung habe ich die letzten Jahre weitergeschnitten. Im darauffolgenden Jahr 2019 hat man schon mal eine fantastische Blüte nach dem Dominik seinem Schnitt. An jedem Ast war was dran und wir haben auch die erste Ernte gehabt. Kräuselkrankheit ist leider weiterhin ein Thema. Wir haben es auch mit dem Knoblauchsud und dem Pflanzen vom Knoblauch unterm Baum nie wirklich komplett in den Griff bekommen. Im Frühjahr allerdings zupfe ich die befallenen Blätter ab. Wichtig, auch nicht irgendwie am Baum schütteln, dass die befallenen Blätter hier rund um den Pfirsich liegen, sondern wirklich im Restmüll getrennt entsorgen. Ab und zu sind es noch mal welche dran mit Kräuselkrankheit, aber der Großteil ist absolut gesund und auch die Pfirsiche sind zu 90% wirklich tipptopp gesund. Alle Videos zum Pfirsichbaum hier sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Gerne vorbeischauen. Ansonsten stammt das letzte Update-Video vom 25.02.2021 und da hat man schon erkennen können, dass es vielleicht eine ganz gute Ernte gibt. Und was war die Problematik so die letzten Jahre mit der Ernte? Geblüht hat er wirklich immer fantastisch. Die Problematik oder das Problem waren die Spätfrüchte. Und auch wenn das nur mal ein ganz klein bisschen schon weit nach der Blüte war, wo die Pfirsiche schon ausgebildet waren, es hat definitiv Effekte. Entweder wir haben gar keine Ernte, weil sie eben hinüber sind nach dem Frost, oder wir haben die sogenannte Kernspaltung. Da komme ich aber gleich noch drauf. Zuerst gehen wir mal an die Haupternte. Am besten in keine Biene reintreten. Hier am Boden liegt natürlich auch was rum. Ja, die Leiter stellen wir so halbwegs stabil mal hin. Und hoch geht's. Kann mich sehen? Die anderen Kamera? Ja, was sehen wir hier oben? Den ein oder anderen fauligen Pfirsich. Wie sowas passiert, gehen wir auch noch drauf ein. Und hier unsere Prachtkerle. Ach, und da haben wir es doch. Sehr schön hier die Kernspaltung. Und wer da drin sitzt, das zeige ich euch auch noch, oder wer hier der Übeltäter ist. Hier sehen wir eine leicht detschige, faulige Stelle, kein Problem. Daher machen wir heute auch die Hauptande, dass wir sowas dann wegschneiden können und verarbeiten und dann Pfirsich irgendwie haltbar machen. Ja, wo kommen die fauligen Stellen her, wenn der Pfirsich ansonsten noch komplett hart ist? Ich habe Dominik von der Baum- und Rebschule Schreiber gefragt und er hat gemeint, die Ohrenzwicker sind's. Und wenn man mal so eine Frucht öffnet, sieht man, die sitzen auch ganz gern hier in der Mitte drin im Kern. Naja, wie läuft es ab? Unsere Ohrenzwicker, die sind ja eher nachtaktiv und fressen nachts. Deswegen sehen wir sie tagsüber auch nicht oder sie verstecken sich eben hier drin. Die beißen kleine Stellen an, auch bei den harten Pfirsichen gar kein Problem. Andere Tiere wie die Bienen oder die Wespen, die stehen eher auf das vollreife Obst. Jedenfalls haben wir eine kleine Schadstelle oder eine kleine Verbissstelle. Andere Insekten sind eingeladen, dann weiterzumachen. Wir haben natürlich Angriffsfläche. Und dann faut man so eine kleine Stelle hier an, obwohl der Pfirsich noch ansonsten komplett knackig und eigentlich unreif ist.
Bei dem Pfirsich können wir hier auch ja, ganz leicht erkennen, dass wir hier eine Kernspaltung haben. Das tritt vor allem bei frühen oder frühreifenden Sorten auf. In der Regel sagt man so, der Red Haven grenzt die ab, die frühreifenden Sorten, zu den eher spätreifenden Sorten. Allerdings kann die Kernspaltung auch das Ergebnis von einem kleinen Frostschaden sein, wo der Pfirsich schon ausgebildet war. Er hat nur ein klein wenig Frost abbekommen, also nicht zu viel Schaden, damit der Baum die Früchte abwirft. Und dementsprechend haben wir dann später einen gespaltenen Kern. Den Geschmack hier gibt es keinen Abbruch, die sind trotzdem geil. Auch richtig saftig, wie man erkennen kann. Ja, bei der Verarbeitung ist natürlich ein bisschen ungeschickter. Ich schneide dann einfach, wenn ich sie halbiert habe, hier außenrum ab und ja, esse die Pfirsiche. Nochmal kurz zum Ohrenzwicker oder zum Ohrwurm. Das ist auch noch ein Allesfresser, muss man dazu sagen. Und ja, man könnte ihm hier noch ein anderes Nahrungsangebot liefern. Aber ich glaube, Behausung und Nahrung zugleich zu haben, ja, da bekommt man eigentlich jetzt schwer von Pfirsichen weg. Ja, die ersten Tage konnte ich immer wieder peu à peu abernten. Da werden zuerst ein paar einzelne reif. Und dass es losgeht mit der Ernte, erkennt man ja, wenn die ersten Pfirsiche tatsächlich faulig werden. Heute Haupterntetag und jetzt würde ich sagen, ja, schauen wir uns mal an, was wir da im Körbchen haben. Und da haben wir unser Körbchen. Hier kann ich auch mal die Sonnenbrille abziehen. Ja, heute haben wir mal wieder einen Sommertag. Und es duftet auch nach Sommertag. Ja, das eine oder andere Bienchen ist hier vielleicht noch dazwischen. Dürfen sich aber auch gerne hier was mitnehmen. Die haben ja auch ordentlich bestellt dieses Jahr. Und ja, ich strahle fast. Oder was heißt fast, genauso wie bei einem Steinpilzkörbchen oder sogar noch mehr. Auch jetzt hier beim Wiegen mache ich die harten Pfirsiche nach unten und die eher weicheren oben hin. Beim späteren Lagern keinesfalls die Pfirsiche irgendwie gestapelt übereinander lagern, Druck stellen. Es passiert innerhalb von einem Tag oder von zwei, dann ist er wirklich nicht mehr verzehrbar. Ja, Erntemenge knapp 7 Kilo. Wow, ich bin wirklich begeistert. Letztes Jahr hatten wir, ich glaube, 4 oder 5 oder 6 Pfirsiche überhaupt. Dieses Jahr kein Vergleich dazu. Bin ich hoch zufrieden damit. Vor allem bei der Größe und Exemplaren über 300 Gramm. Alles, was schon ein bisschen ja, weicher oder reifer ist, wird heute noch verarbeitet. Und die anderen, die dürfen im Kühlschrank oder im kalten Keller auf die Weiterverarbeitung noch warten einen Tag. Am allerliebsten esse ich die Pfirsiche natürlich direkt vom Baum. Bei den Mengen, ja, da bekommt man aber, glaube ich, schnell dann einen Pfirsichbauch. Könnt ihr dieses Jahr Pfirsiche ernten? Habt ihr Sortenempfehlungen? Alles zum Thema Pfirsich gern unten in die Kommentare. Sortenempfehlung meinerseits würde ich sagen, schaut bei der Baum- und Rebschule Schreiber vorbei. Die wissen, was gut läuft. Und ja, ansonsten werde ich jetzt noch den ein oder anderen ernten und einmachen. Das seht ihr im Abspann. Dem Punkt gerne ein Däumchen nach oben da lassen, wenn das Video euch gefallen hat. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Ich habe mich entschlossen, Pfirsich-Nektar zu machen. Erster Schritt, wir waschen unsere Pfirsiche und entfernen ungebetene Gäste. Und da haben wir tatsächlich auch mal einen Pfirsich mit einem intakten Kern. Die Pfirsiche werden mehr oder weniger ein bisschen klein geschnitten, abgewogen, kommen in den Topf und ja, dann kann man schon mal mit den Händen ein bisschen vorher zermanschen. Letztendlich braucht man dann aber doch den Pürierstab. Es kommt etwas Zucker hinzu. Auf 2 Kilo Pfirsiche habe ich hier 300 Gramm genommen. Dann kommt noch Wasser hinzu. Da habe ich 1,5 Liter genommen. Ich mag meinen Pfirsichnektar gern ein bisschen ja, sämiger oder dickflüssiger. Ganz so hoch wollen wir nicht erhitzen, sonst verbrennt uns die Geschichte erst schnell und die soll gleichmäßig erhitzt werden. Auf so, ja, hier steht jetzt 80 Grad, auf 85 Grad habe ich es erhitzt und es dann bei 3 Minuten köcheln lassen. Dann wird alles durch ein Sieb abgestrichen. Natürlich kann man das Fruchtfleisch mitnehmen. Damit habe ich hier aber dann nochmal Marmelade extra gemacht. Und hier haben wir jetzt unseren fruchtfleischbefreiten, dickflüssigen Pfirsichnektar. Das Ganze erhitze ich dann nochmal auf die 85 Grad für 1 Minute. Fülle es in die Flaschen ab, die vorher heiß ausgespült worden sind. Alles immer unter stetigem Rühren. Und ja, bon appétit!